Einen wunderschönen guten Morgen aus Dinant in Belgien. Guten Morgen nach unserem spektakulären Aufstehen. Ja, genau. Also wir sind gestern schon mit dem Nugget angereist, haben hier in der Nähe auf einem Campingplatz übernachtet und wollen jetzt hier an dem Wochenende 2 Touren am Jakobsweg an der Maas machen. Ja, wir fangen jetzt mit der 2. Tour an. Ja, weil die etwas länger ist und da die Busse auch seltener fahren, deshalb machen wir die 2. zuerst. Ja, aber beim Aufbrechen, ich drehe mal das Ganze, haben wir uns heute Morgen dann erstmal beim Campingplatz festgefahren. Vielleicht blenden wir das ein, was wir so aufgenommen haben. Wir haben mit dem Handy ein paar Aufnahmen gemacht, folglich sehen die Reifen entsprechend versaut aus. Wir haben uns am Campingplatz festgefahren. Der Typ meinte gestern noch, ja, hier wird es schwer rauszukommen. Hier. Und hier haben wir uns so richtig festgefahren. Mal gucken, wie wir gleich da rauskommen. Wir wollten eigentlich einen Bus kriegen, damit wir zu unserem Startziel fahren können. Damit wir wandern können. Das wird nichts. Der Bus fährt jede 2 Stunden nur. Meinst du, das reicht? Muss auch was vorne hin tun, ne? Ja, ja. Was? Meinst du, das spritzt du nicht? Solange das unten ein bisschen ist. Ich bin am Überlegen, die eine Platte dahin zu legen. So, dann setze ich mal wieder rein. Ja, das Abenteuer hat uns ein bisschen zurückgeworfen und wir mussten deshalb umdisponieren und haben jetzt einen anderen Bus. Und ja, machen die Tour auch mit dem Busfahren andersrum. Und ja, jetzt zeigen wir euch aber erstmal hier Dinant. Scheint ein sehr schönes Örtchen in der Maas zu sein. Wir haben schon ganz viele Saxophone gesehen. Genau. Also so. Gibt's, weiß nicht, ich würde sagen mindestens 20 Skulpturen von Saxophonen. Und wir wissen nicht, ob das Saxophon hier erfunden wurde oder ob hier gerade ein Saxophon-Festival ist. Aber jetzt erstmal ein Blick auf Dinant. Hier zurück, da irgendwo relativ weit weg ist Namur, wo wir ja schon dran vorbei sind. Dann der Blick hier auf die Kirche und da oben die Zitadelle, wo wir gleich hoch müssen. Das heißt, wir werden direkt jetzt, wenn wir da hinten über die Brücke gelaufen sind, da haben wir schon Höhenmeter danach. Unsere ersten weg. Höhenmeter gleich haben. Und ja. Wir werden heute relativ viel an der Maas entlang laufen, aber jetzt geht es erstmal los. Jetzt geht es erstmal über die Maas, über die Brücke. Hier sieht man jetzt auch Charles de Gaulle. Muss ich aber erstmal übersetzen, was da steht. Mein Französisch ist La Catastrophe. Und dann der Blick da hoch zur Zitadelle. Hier, guck mal, da steht doch was von Sachs. Sachs, Dino. Ja, aber hier gibt es anscheinend diverse Länder, die nicht bei diesem Festival mitmachen. Wie gesagt, wir kriegen es noch raus und sagen oder blenden dann was dazu ein. Eine sehr schöne Kirche hier. Dino scheint also wirklich eine Reise wert zu sein. Und ja, wir dürfen jetzt gleich da erstmal hoch und laufen dann da hinten irgendwie über den Bergrücken in die Richtung. Da nicht weit fängt dann auch tatsächlich Frankreich an. 10 Uhr und die Kirche hat hier ein wunderschönes Glockenspiel. Ich hoffe, ihr hört es. Mal, hier ist Rue de Sachs. Rue Sachs. Also anscheinend scheint der Herr Sachs doch von hier zu kommen. Ah, jetzt hört man auch die Glocken. Und da vorne scheint es jetzt tatsächlich eine Treppe im Berg zu geben mit dem Zugang zur Zitadelle. Und
hoffe, dass wir da durch können. Auf jeden Fall werden wir es mal versuchen. Treppen. Ja, da sieht man es jetzt. Entre Citadelle. Scheiden sich die Geister, ob man... Ja, also hier würde es rauf zur Zitadelle gehen, aber es kostet Eintritt. Und selbst wenn man nicht die Bahn nimmt, sondern zu Fuß läuft, sind das immer noch 12 Euro. So viel! Das heißt, wir würden jetzt zwar gerne diese Treppe nehmen, aber werden jetzt außen rumlaufen. Das heißt, die Höhenmeter sind die gleichen, aber... Wie außenrum? Ja, kommt da kann man auch außen rum gehen. Okay, und man muss nicht hier lang. Ja, auch ein sehr schönes Fenster. Sieht wahrscheinlich von innen noch viel cooler aus, wenn man an die Vielleicht Farben kann man da reingehen. Mal gucken. Ja. Also bis jetzt sind wir auf unserer Wanderung schon sehr weit gekommen. Ja, wir haben es immerhin über die Maß geschafft. Jetzt das Fenster von innen, das sieht doch ganz anders aus. Sieht man wirklich das Fenster. Filigrane Mosaik und diese Lichtspiele. Oh, herrlich. Wunderschön. Hier umlaufen wir jetzt gerade diese steile Treppe und es ist zumindest idyllisch. Wir sind erstmal hier so eine Straße hochgelaufen und jetzt geht es an so einem kleinen, Gott sei Dank asphaltierten Weg, weil die letzten Tage hat es echt viel geregnet und insofern, wenn das jetzt hier nicht asphaltiert wäre, hätten wir eine ziemliche Schlammschlacht. Dreh dich mal rum, Heidi, und sag mal was. Ich hab das nicht an. Doch, das müsste noch an sein. Sag mal was. Hallo. Ja, also ich bin erkältet, mache das trotzdem. Genau, wir haben nämlich eine neue Kamera mit 2 Funkmikrofonen. Und insofern werden wir mal sehen, ob ihr gerade Heidi auch pusten hörst. Hören. Genau. Und wie mich pusten hört. Dann sieht das ja nur so aus, als wenn ich schwer am Atmen wäre. Aber ist halt schon steil. Alles schön mit Moos so hier. Eben zeige, dann sieht man, dass da doch einiges an Gefälle ist. Oder eben andersrum, Steigung. So, ich glaube, da geht es jetzt gleich genau rechts Richtung Zitadelle. Die lag halt wirklich hoch. Das sah nicht nur hoch aus, das war hoch. Ja, 12 Euro für die Treppen. Ja, 12 Euro pro Person. Treppen. Dann doch lieber hier lang schnaufen. Haben eben auch schon das erste Schild vom Jakobsweg gesehen. Also auch nicht nur digital, sondern auch analog richtig. 1 Kilometer haben wir schon. Genau. Jetzt mit Erkältung, ey. War ich jetzt wahrscheinlich schon 1,5. Okay. Wenn es gleich eine schöne Aussicht gibt, lassen wir euch daran teilhaben. Und da sind wir auch oben. Da unten kann man jetzt die Brücke sehen, über die wir vorhin gelaufen sind. Und hier rechts hinter den Bäumen liegt jetzt die Festung. Die kann man tatsächlich hier nicht sehen. Und da das Marstal, wo es gleich weitergeht. Hier kommt allerdings ein alter Turm, auf den wir jetzt zulaufen. Und mal gucken, vielleicht haben wir von da aus ja noch eine gute Aussicht. Vielleicht kann man ihn besteigen und vielleicht kostet das sogar keine 12 Euro. Mal sehen. Unten ist gerade irgendein Notarzt oder so. Vorsicht, Steine im Weg. Ja. Da ist. Wo lang? Da lang? Türmchen.
Ja, Richtung Türmchen, glaube ich. Ich guck mal gerade. Da lang ist ein Weg. Ja, ja. Hier kann man jetzt mal durch die Bäume. Guck mal. So ein bisschen die Zitadelle erahnen, die da hinten liegt. Und hier unten nochmal so ein Blick auf die Nord. Und die Bäume nehmen aber so ein bisschen die Sicht. Ich guck mal gerade, ob es hier irgendwo noch eine bessere Stelle gibt. Da gibt es zumindest... Ah, doch, da! Haha! Hier ist ein richtiger Aussichtspunkt. Dann nehmen wir doch den. Jetzt nur erstmal gucken, wo man hintritt. Abflüge machen. Komm ich da auch lang? Und da! Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Hier ist eine Bank. Oh, und eine traumhafte Aussicht. Fantastisch. Jawohl! So was habe ich mir doch erträumt. Da ist die Zitadelle, die wir jetzt umlaufen haben. Da oh, ist das Türmchen, wie schön! Wo wir vorhin drauf zu und es auch wieder umlaufen haben. Oh, voll schön. Über die Brücke sind wir gelaufen. Und hier unten, genau, sieht man diesen wunderschönen Ort Dinant an der Maas. Da die Brücke, da hinten irgendwo sieht man sogar vielleicht unseren Nugget. Ich zoome mal ganz ran und versuche ihn mal zu erkennen. Ja, ich sehe den doch. Ja. Und ja, jetzt haben wir halt eine große Schleife gemacht, um diesen Aussichtspunkt ohne Eintrittsgebühr zu bekommen. Wir sind da hinten rumgegangen, ne? Ja, und jetzt geht's für uns da hinten rüber. Und es kann sogar sein, dass da einer dieser Hügel schon Frankreich ist, weil wir gleich dann... ach nee, das ist erst da, wo wir ankommen. Da sieht man dann quasi Frankreich, also hier noch nicht. Also hier will ich heute Abend essen. Ja, wir gucken mal dann nachher. Sonst gibt es Yum Yum. Was Leckeres zu essen kriegen. Ah, aber jetzt laufen wir erstmal weiter. Das hat sich schon mal gelohnt, hier rauf zu laufen. Wunder, wunder, wunderschön. Matschig geht es weiter. Genau, da wieder rauf. Wir sind jetzt hier in einem kleinen Örtchen angekommen. Da gibt es hier an dieser... alten Gemäuer ein Hinweisschild, dass es hier in Richtung Astronomie geht, was für mich ja eigentlich nur entweder eine Sternwarte oder ein Platz, wo wenig Fremdlicht ist, wo man dann mit dem eigenen Teleskop gucken kann, bedeuten kann. Alles andere würde ja irgendwie keinen Sinn machen. Gucken wir mal, ob wir gleich was entdecken. Heidi hat jetzt auch ihre Jacke ausgezogen. Da kommt noch ein Auto. Den lassen wir mal vorbei. Und ja, bin gespannt, ob da irgendwas zu sehen ist. Und tatsächlich gibt es hier eine kleine Sternwarte, benannt nach Kopernikus, Kopernik. Gucken, ob da irgendein Hinweisschild ist. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ist wahrscheinlich für Schulen und Universitäten hier so ein kleines Ding. Schon cool. Observatore Kopernik. Ja, interessant. Tatsächlich ist ja Astronomie mein Hobby. Und ich habe zwar noch aus der Jugend so ein uraltes, dreh ich mal rum, Teleskop, aber mit dem kann man sich ein paar Planeten oder den Mond angucken. Aber mein Traum ist tatsächlich, mir noch mal so ein richtiges zum Fotografieren zu holen. Aber mal gucken, vielleicht nächstes Jahr. Ich glaube, ich gehe hier nicht lang. Warum? Ach ja, das ist keine Python, die dich fressen wird. Dafür bist du zu groß. Ja, das Interessantere ist, dass es hier Zecken gibt. So, gut, also wir gehen jetzt mal hier ein bisschen durch die Natur. Und gleich geht es tatsächlich runter an die Maas. Und da wird es dann auch steiler in Serpentinen. Deshalb hoffe ich, dass der Weg da gut befestigt gleich sein wird. Aber das zeigen wir euch dann gleich. Jetzt sind wir am Hang angekommen, wo es wieder abwärts geht hier in Serpentinen. Und tatsächlich laufen wir jetzt runter an die Maas. Dann haben wir den ersten Schlenker hinter uns. Heidi läuft da vorne schon. Musste erstmal die Kamera sortieren. Und ja, haben jetzt so 4,5 Kilometer, die ersten 4,5 ungefähr geschafft. Ja, und hier geht es jetzt tatsächlich den Weg runter. Ist so ein bisschen matschig, aber kann man sehr gut laufen. Also hatten wir in der Toskana ganz andere Wege. Hier ist glatt. Abstiege, aber da war es ja auch. Markus, aufpassen, da ist glatt. Ja. Genau. Ja, wenn wir gleich unten an der Maas sind, dann
zeigen wir euch mal die nächsten Eindrücke. Und damit sind wir wieder an der Maas. Geht irgendwie eine Schnellstraße Autobahn rüber, aber auf der Seite, das sieht viel imposanter aus. Hier diese Felsnadel mit der belgischen Flagge oben. Ja, von da oben sind wir gerade hier aus dem Tal seitlich gekommen, aber da gab es keinen Aussichtspunkt. Also insofern sehen wir jetzt erst, wie weit das oben war und wie schön es dann von unten aussieht. Und jetzt werden wir hier eine ganze Weile an der Maas entlang laufen. So, mal rumdrehen. Und wie gefällt es dir bis jetzt, Heidi? Gut, war ein lustiger Morgen. Ja, genau. Nachdem wir erstmal nicht loskamen mit unserem Stell dir vor, wir wären um 6 Uhr morgens, wie wir eigentlich vorhatten. Ja. Die Leute, die, hier liegt alles scheiße, ja. Die Leute, die wären dann schon alle aus dem Bett gesprungen. Die kamen nämlich alle aus ihren Federn, weil sie neugierig waren. Ne? Alle haben zugeguckt. Ja. Endlich. Ja, da waren nur Action. Entweder alte Herren oder Damen, die konnten uns alle nicht helfen. Ja, und die Frau hätte uns nicht helfen können. Ja, und die ist selber hat überfordert. Der Schnitt dann geholfen. Der hat dann. Ja, meine Idee. Das ja. Glück gebracht. Genau. Gut, wir laufen jetzt. Aber mal eine Schaufel kaufen wir. An der Maas entlang. Jetzt in das nächste Örtchen, Anseren oder irgendwie sowas. Und hier kommt auch ein Nebenfluss, die Lessé, in die Maas. Hier gibt es dafür eine Schleuse und ein Wehr. Damit die Maas so weit schiffbar ist, mussten die ja hier eine ganze Anzahl von Wehren und Schleusen machen. Aber dafür können sie wirklich quasi bis Frankreich die Maas hochfahren mit Schiffen. Ja, der Tag ist wie versprochen wunderschön und die Natur ist auch so, dass es sich wirklich lohnt und wir bleiben jetzt mal ein bisschen hier an der Maas. Welche Seite, die oder die? Nee, rechts, wir bleiben an der Maas. Da noch mal kurz in den Nebenfluss rein. Ein bisschen zoomen. Ups, da ging es abwärts. Gimbel wahrscheinlich halbwegs ausgeglichen, aber im Rücken tat's weh. Echt? Ja. Oha. Wenn du so eine Stufe nicht siehst. Hier auf der Lessé sind Kajakfahrer gerade unterwegs. Haben wir mal auf der Orte gemacht. Die mündet ja dann in Lüttich in die Maas. 6,7 Kilometer haben wir geschafft und sind weiterhin in der Maas unterwegs und hier gegenüber sieht man jetzt mal wieder so fantastische Felsen, die vorne sogar fast bis ins Wasser gehen. Aber irgendwann hat man da mal eine Straße dann lang gelegt, wahrscheinlich gesprengt und ja. Hier sind überall Bänke. Ja, hier gibt es tatsächlich immer wieder Bänke, was auch schön ist. Da schließlich tolle Aussicht hier. Aber wir wollen ja nicht erholungsbedürftig. Mal gucken. Zum Schluss werden wir noch ein bisschen Luft haben. Dann werden wir mal gucken, welchen Bus wir erwischen. Und dann kann man immer noch mal eine Bank nehmen. Umdrehen. Ja. Da sind wir zwei. Ja, da vorne sind Angler. Ja, hinten angeln welche. Wir kommen jetzt hier an so einem ehemaligen Kloster oder weiß nicht, was es war, vorbei. Drüben war auch ein
Friedhof mit so richtig Gruften, aber was man hier auch sieht, ist, dass es ein toller parkähnlicher Garten seitlich ist. Aber so wie das hier ausstaffiert ist, würde ich ja eher auf so ein Herrenhaus irgendwie sowas schätzen als auf ein Kloster, obwohl könnte auch sein. Naja, ich versuche es mal zu googeln und dann hinterher was dazu sagen zu können. Ach, herrlich, wunderschön hier. Kommt jetzt eine Felswand. Das sieht tatsächlich sehr imposant aus. Hier hinten auch Leute. Vielleicht sind da sogar Kletterer. Es gibt ja in Belgien auch viele Felsen und Klettergebiete. Oh, sieht schon sehr imposant aus. Gerade hier so diese Passage. Irre. Hier geht der Wanderweg jetzt wirklich unmittelbar an der Maas vorbei. Das ist ja auch immer ganz spannend, wenn man dann wirklich direkt am Wasser läuft. Die Bäume, die hängen hier richtig im Wasser. Der ist ja entwurzelt worden. Sieht auch so aus, als wenn es noch gar nicht so lange her ist. Und es scheint wirklich ein Klettergebiet zu sein, weil wir gerade drei Leute mit Klettersachen gesehen haben. Wir hatten einen Helm dabei und große Rucksäcke, wo wahrscheinlich Seile drin waren. Und sind jetzt auf dem Weg zu irgendeinem Felsen. Und vor uns, vielleicht sehen wir sie ja gleich noch irgendwo. Mal sehen. Ja, also wirklich schön die Etappe hier direkt an der Maas. Heidi ist ein paar Meter weiter vorne. Und ich schließe jetzt mal auf. Hier sieht man den Fels mal von der Seite. Das sind richtig so Platten, die dann irgendwann auch mal runterkommen. Aber es sieht natürlich erstmal fantastisch aus hier. Hier auf der anderen Maasseite ist jetzt irgendwie so ein ehemaliges Kloster oder Gutshaus. Sieht auch sehr imposant aus. Aber wenn ich jetzt mal den Schwenk mache, ist hier dann eben Klettergebiet. Und da oben sieht man Leute klettern. Ich hoffe, wenn ich das zoome, seht ihr was? Die Sonne steht leider ein bisschen ungünstig. Ja, für sowas waren wir mit unseren Töchtern auch schon mal in Belgien und in Frankreich. Schönes Klettergebiet. Keine Ahnung. Gucken. Ich drehe mal ein bisschen, gehe ich mal rüber, dass die Sonne in unserem Rücken ist. Dann seht ihr vielleicht mehr, weil ich weiß gar nicht, ob ihr gerade da oben überhaupt irgendwas sehen konntet. Und deshalb gehe ich jetzt mal hier rüber. Ja, wenn ich jetzt gleich mal hier schwenke, da oben seht ihr sie. In der Wand. Ja. Sehr beeindruckend. Muss man sich auch erstmal trauen. Wir waren auch mal in Luxemburg klettern, aber das war eine ziemlich einfache Route, die auch nicht so hoch war wie das hier. Nur irgendwie so 25 Meter oder sowas, das ist hier mehr. Aber es ist schon ein Erlebnis. Und man hat auch eine coole Aussicht von da dann. Ja, ist das hier? Direktes Klettergebiet an der Maas. Ja, ein bisschen südlich von Dinant. Dinant? Dinant geschrieben, ja. Puh, wir haben uns hochgekämpft. Da unten durch die Bäume kann man so ein bisschen dieses Herrenhaus oder dieses Gut, was ich vorhin von unten gezeigt habe, von der Maas erkennen. Dann hat man so ein bisschen ein Gefühl, wie hoch wir gelaufen sind. Und hier rechts in Serpentinen wirklich ins Hoch gekämpft haben. Da gegenüber sieht man es auch so ein bisschen. Und jetzt hier nur so kurze einen Abstecher gemacht, damit man ein bisschen was sehen konnte. Wir umlaufen jetzt hier oben die Felsen. Und insofern
dürfen wir gleich das Ganze dann auf der anderen Seite wieder runter. Ja, erstmal sind wir froh, oben zu sein. Das waren bestimmt 150 Höhenmeter, würde ich tippen. Ist keine Werbung, aber muss jetzt sein. Ja, Zucker ist immer geil, Cola. Ja, hier kommt doch mal eine mega Aussicht und was wirklich Kurioses, nämlich Slacklining über die Schlucht. Das ist ja wohl der mega Hammer hier. Guckt euch das mal an. Ich meine, er ist gesichert, aber den Arsch in der Hose musst du trotzdem erstmal haben. Ja, abwärts. Da musst du Nerven für haben. Und Klettererfahrung ist auch nicht verkehrt. Guck ich mal das Bildchen da oben an. Der Mars. Dann wisst ihr, wie hoch wir sind. Und hier sind etliche am Slackline. Ja, und er sitzt schon wieder oben und wagt gleich den nächsten Versuch. Ich gehe nicht bis an den Rand, weil es ist windig und man muss das alles nicht herausfordern. Ich glaube, ihr seht genug. Wir werden jetzt gleich da hinten irgendwo runterkommen. Da etwa kommen wir dann wieder raus und laufen dann da unten weiter an der Mars. Spektakulär, was man hier alles sehen kann. Das Ganze mal aus einer anderen Perspektive. Wahnsinn. Und da ist er wieder runter. Hier sieht man die Befestigungspunkte da drüben auf der anderen Seite. Einfach nur krass. Ja, kann man viel erleben. Macht gerade einer Fledermaus. Ach, Hammer. Da muss man sich echt erstmal trauen. Ganz abgesehen vom Gleichgewicht und allem. Hier sieht man nochmal diese Felspassage, die wir umlaufen haben. Wo wir da hinten, ein bisschen zu hoch, so, wo wir da hinten quasi die, ganz nach oben sind, dann die Felsen oben umlaufen haben und da hinten hinter den Bäumen. Da ist dieses Tal mit den Slacklines, das kann man von hier aus jetzt nicht sehen. Das ist zu weit oben und von den Bäumen verdeckt, wo die am Slackline waren. Und dann sind wir hier wieder runter. Ja. Und hier sieht man auch das Schild vom Jakobsweg. Und hier geht der Weg direkt an der Mars weiter. Da ist die Heidi. Jetzt irgendwie noch 12,5 Kilometer, also ein bisschen über 11, glaube ich, geschafft. Ah. Ständig an Bärlauch vorbei. Hier mal ein bisschen aus der Nähe gezeigt. Und das riecht dann immer so wunderschön nach Knoblauch. Kommt hier auch irgendwie an ein Örtchen, wo so ein kleiner Hafen ist. Und gegenüber auch wieder so ein Herrenhaus, das gerade renoviert wird. Das ist eine Fähre, die einfach durch ein Drahtseil, was durch die Mars gespannt ist und dann so eine Zange gezogen wird. Da weiß man dann hinterher auch, wenn man am anderen Ufer ankommt, was man gemacht hat. Wahrscheinlich liegt es ansonsten so tief im Wasser, dass wenn dann ein Schiff vorbeikommt, dass das Schiff nicht stört. Ach, interessant. Das Ganze nennt sich dann Passage d'Eau.
Wetter ist heute echt interessant, weil die Wärme, die wir haben, die kommt ja nicht wirklich durch die Sonne, sondern weil wir so einen warmen Südwind mit Sahara-Staub haben. Deshalb ist die Sonne ja auch so Dunst zu sehen. Eigentlich ist es Staub, aber von daher ist der Wind halt nicht kalt, sondern warm. Und das ist im April schon echt gewöhnungsbedürftig. Ah, Heidi hat eine Bank ausgemacht und will sich wahrscheinlich mal kurz hinsetzen. Dann komme ich mal zu ihr und dann setzen wir uns da mal beide hin und genießen mal für ein paar Augenblicke. Ich hätte gleich diese Brötchen gerne. Ah, genau. Wir holen jetzt mal was zu schnabulieren raus, trinken noch einen Schluck Cola. Und dann geht's weiter. Und dann geht's nachher weiter. Ja. So ein bisschen erinnert mich das hier, wo wir an der Saar wandern waren. Ja, das stimmt. Aber der Mann weiß auch, was er gemacht hat. Ja, ich weiß gar nicht, ob das die Leute selber machen müssen oder ob da extra ein Fährmann ist. Das ist derselbe wie eben. Also okay, das heißt wirklich ein Fährmann. Okay. Hoffentlich kriegt der Geld dafür. Ja, ich denke. Naja, er macht das doch nicht freiwillig. Fitness. Okay, wir essen was. Ich habe gerade so ein altes Haus umgebaut, aber was viel cooler ist, ist, geh mal hier auf die matschige Brücke. Wenn man sich das hier ansieht, das sieht einfach mega aus. Matschepampe. Schön. Da braucht man sich dann auch nicht wundern, dass man sich hier direkt daran ein Häuschen kauft und es renoviert. Wenn das mal fertig ist, ist das ein Traum, eine Perle. Wunderschön. Ah ja. Wir sind weiter an der Maas unterwegs. Knapp da lang. Und bonjour. Bonjour. 15,4 Kilometer und wir nähern uns dem nächsten Wehr. Sieht man, wie das Wasser da hinten runter rauscht. Hier bei diesem Felsen kann man richtig sehen, wie geschichtet das Gestein hier ist. So krass habe ich es noch nie gesehen wie hier. Ja, Hammer. Geologieunterricht beim Wandern. Hier haben wir sogar unterwegs ein paar Schäfchen mit Lämpchen. Sehen alle sehr gut aus. 18,2 Kilometer haben wir geschafft und beenden jetzt hier unseren Weg. Hier müsste es links gehen, an der Mosel entlang, der Maas entlang. Das doch. Ist kein Weg. Ich glaube doch. Ach, ich guck nochmal. Aber da werden wir gleich über die Brücke laufen und dann haben wir den Teil, der für uns heute an der Maas entlang ging, beendet. Ja, und jetzt muss ich mal gucken. Aber er sagte auf den Weg links. Und das würde bedeuten, da rein. Gucken wir mal. Direkt hier vor der Brücke ist noch eine Kirche. Gerade da hinten in der Brasserie eine Cola getrunken. Und ja, jetzt geht's hier über die Brücke. Und dann gleich die Maas sehen. Mal sehen, ob man von der Brücke ein bisschen weiter rechts oder links gucken kann. Aber Kirche ist direkt an die Maas gebaut. Ich meine, heute ist die reguliert, aber im Mittelalter, obwohl wer weiß, wie alt die Kirche ist, ja. Ah, das war Jakobsweg und noch das Symbol in der Kirche. Vielleicht kriege ich ja was raus. Aber an manchen Stellen wurde ja auch mutig gebaut. Und wenn Hochwasser kam, kam halt Hochwasser. Ne? Ja. So, und jetzt werden wir da gleich irgendwie hoch. Ich weiß gar nicht, ob hier schon hoch oder da durchs Tal hoch. Wir werden es ja gleich feststellen. Werden wir jetzt hier so eine Schleife laufen. Ja, also wir werden jetzt gleich hier diesen Berg hochlaufen. Da irgendwie. Schauen wir uns das gleich mal an.
So, nochmal. Hast du dazu Lust? Nein. Das war ein eindeutiges Nicken. Nein. Ah, gut. Ich mag keine Höhen. Der Weg ist, wie der Weg ist. Letzter Blick hier über das Örtchen. So weit sind wir schon hoch. Und hier geht's weiter. Stimmt's? Du liebst doch Steigungen. Geht da noch mehr hoch? Boah, ich glaube, da kommt noch was. Ach ja. Auf hier geht's. Na, die Aussicht ist hier auf jeden Fall gut. Ja. Aber weiter rauf. Noch ein paar Meter kämpfen. 21,4 Kilometer haben wir mittlerweile geschafft und sind jetzt hier oben auf so einer fast Hochebene. Hinter uns das Rapsfeld, da sind wir eben dran vorbeigelaufen, hier rechts und links irgendein Kornfeld. Und da unten in dem Tal, da fließt irgendwo die Maas. Wir haben jetzt hier dieses Seitental quasi einmal umwandert. Für uns geht es jetzt gleich da links, wo man da die Leute sieht. Und da hinten laufen auch welche. Der Jakobsweg, der läuft halt so. Und ja, und dann geht es da hinten irgendwo wieder runter ins Tal. Aber diesen Blick hier über diese Hochebene, den wollten wir euch doch auch gönnen, damit ihr so einen Gesamteindruck der Tour habt. So, jetzt muss ich mal was zu Belgien sagen. Ich habe ja Verwandtschaft in den Niederlanden. Deshalb war ich eigentlich nie in Belgien. Ich war jedes zweite Wochenende früher in den Niederlanden. Und Belgien ist man durchgefahren. Aber so habe ich Belgien noch nie kennengelernt. Und ich muss sagen, ein sehr freundliches Land. Jeder, der entgegenkommt, sagt Bonjour. Und ich finde, die sind alle sehr familiär, was wir so gesehen haben. Ne? Die Familien machen viele Ausflüge. Die Leute sind sehr sportlich unterwegs, sei es mit dem Rad oder Wandern oder Klettern. Slacklinen, was wir heute gesehen haben. Ja, Slacklinen war auch mal, ja. Ja, genau. Ja. Und auf den anderen Wanderwegen haben wir ja gesehen, dass viele auch wandern waren. Also ich bin sehr positiv überrascht. Und ich denke, da sind ein paar Fleckchen, wenn wir mal die Tour zu Ende haben. Belgien haben wir jetzt bald durchquert. Ja, es gibt ganz viele Städte, wo wir sagen, da müssen wir uns einfach nochmal die Städte angucken. Genau. Und ja, überhaupt läuft man ja, wenn man erstmal in Lüttich von Aachen ist, eigentlich die ganze Zeit an der Maas entlang oder halt durch die Täler, die Seitentäler. Also es gibt super schöne Orte hier und ja, traumhaft schön, ja. Also. Und bald gibt es ein neues T-Shirt, weil wir ja einmal durch die Schweiz gelaufen sind, T-Shirt haben. Und jetzt sind wir bald fertig mit Belgien. Ja, dann sind wir einmal quer durch Belgien gelaufen. Machen wir das dann mit Frankreich auch? Ja, das schaffen wir ja nicht. Wir werden ja nur, also ja, es sei denn, wir machen wirklich weiter. Weil es sind ja nur noch. Ja, Heidi war lustig, weil im Moment ist ja unser Ziel Paris halt. Und da ist ja noch ein ganzes Stückchen hin, ne? Wenn wir jetzt hier dann an der... Wenn es alles nicht so hügelig wäre, ne? Wenn wir dann in Frankreich sind, dann geht es ja erstmal nach Reims. Und dann quer rüber nach Paris. Und das ist ja eigentlich unser Ziel gewesen, halt Köln, Paris auf dem Jakobsweg. Und dann meinte sie, ja, wenn wir in Paris sind, dann ist das ja nicht mehr so weit. Dann können wir ja auch noch komplett den Jakobsweg zu Ende machen. Wobei, wenn man jetzt mal wirklich guckt, dann sind es von Paris bis Santiago de Compostela noch schlapp für 1700 paar gequetschte Kilometer. Also ist ja ein Tagesmarsch, ne? Ja, das, guck mal, wenn du irgendwann in Rente bist, ne? Ja. Wir können ja das immer in Etappen machen. Dieses Jahr wollen wir eigentlich in Paris ankommen, ob wir es zeitlich schaffen. Die Arbeit ruft ja auch, weiß man nicht, ne? Aber das kann man sich doch als Lebensziel machen. Ja. So, also ich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, hoffen wir zumindest. Ja, genau. Und wir bleiben dadurch fit, ne? So zwischendurch mal so wandern. Ist doch witzig. Ja. Und wer kann sagen, dass er von Köln bis Santiago de Compostela. Ja, also erstmal kleine Brötchen backen. Erstmal Paris schaffen. Paris und dann sind wir schon happy, weil wir lieben Paris. Aber wir haben gesagt, Paris ist für uns der Punkt, Eiffelturm rauf.
ja, tatsächlich, also wahrscheinlich nicht am Tag, wo wir ankommen, ja, aber den Tag drauf. Also wir werden dann nicht nur einen Tag bleiben in Paris, sondern werden dann noch 2 Tage oder so dranhängen und dann werden wir auch noch mal den Eiffelturm besteigen. Wir waren schon 4-mal oben zu Fuß. Ja. Aber letztes Mal waren wir mit unserer Tochter da und wir haben gesagt, es wird nur mit den Füßen hochgegangen. Ja. Und wir zwei sind ja schon Ü50 und wir haben uns fitter gefühlt als vor 30 Jahren. Ja, genau, wir sind vor 30 Jahren das erste Mal ungefähr oben gewesen. Ja, ein bisschen früher, ein bisschen mehr wie 30 Jahre. Und damals waren wir mehr am Keuchen als heute, wo wir oben waren. Ja. Na gut. So, also wir sind noch lange nicht in Paris. Nee, das sind jetzt noch Träume. Ja, jetzt laufen wir noch, wenn wir dann hier weitermachen, 3 Etappen die Grenze entlang. Und dann sind wir wirklich komplett in Frankreich. Ja, aber wir kommen näher. So, und jetzt Endspurt bis ins Tagesziel. Letzter Blick von hier oben, bevor wir jetzt da runterlaufen. Jetzt gleich harte Kehre und dann laufen wir den Berg da runter und da ist dann das Ziel.